Wir sind heute im Kinderhotel Waldhof in Salzburg, im Großadeltal, wenn ihr das genauer wissen wollt. Jetzt gehen wir zu dem riesigen Spielplatz da drüben rum. Da geht so eine ganz komische Ringeltreppe ab. Schaut mal, da habe ich jetzt noch was gefunden. Da sitzt so ein Gasbock. Und da kann man jetzt auch ziemlich große Runden gehen. Da ist raus, da gibt es zum Beispiel das. Gibt es da Schaukeln? Ja, eben auch für große und für kleine. Dann gibt es da so ein Wasser. Und irgendwo, genau da in der Heidi Alm, da gibt es noch was. Darf ich da bitte mal, genau? Und hoppen. Schaut mal. Da muss ich mich ducken. Da muss ich ja durchkrabbeln fast. Da geht es dann da und da vorne ist dann ein Rutschen. Ist voll lustig. Zuerst haben wir gar nicht gewusst, ob man da eigentlich einer darf. Oh. Oh. Jetzt machen wir Finger von. Und schau, da gibt es nur so Boote. Da gehe ich jetzt auch gleich mal hin. Oh, schau, hier ist das Kreuz. Hui, ja. Dann gibst du noch das Rutschen, irgendwas dir? Halt eins, Mama. Keine Ahnung, das ist auch von dem Rucksack. Das ist das da. Ist innen auch voll cool. Da gibt es noch einen Flying Fox. Und da ist die Rutschen. Den würde ich jetzt echt ausprobieren. Ah! Oh. Das ist der Hingang. Alter. Das nehme ich einmal. Das ist ja. Das ist richtig viel ziemlich klein. Oh, da geht es jetzt ein Dummel. Hat ja. Wow. Wow. Schaut, wie man sieht, ist da eine Steinskulptur oder was das ist. Was sollte man jetzt hin? Gehen wir mit zu den Schaukeln. Okay, da drüben gibt es eine Schaukel, eine ziemlich groß. Ja, und da gibt es jetzt noch als allerletztes ein Rutschen. Da gibt es Palatschinken mit Streuseln. Snackies, andere Streusel, Nutella mit Eis. Am Bier haben wir da jetzt auch oben gegessen. Mit allem drum und dran. Pizza, Schnitzel, Pommes, eigentlich Nudeln. Das ist das Hotel. Also das Hotel ist wirklich geil. Da gibt es einen Kinderbereich, entweder ganz, ganz klein oder für die Kinder. Obwohl, das geht mir schon bis zum Kopf. Also so. Also so ist das. Da gibt es noch einen Rutschen und eine Sauna für Kinder. Schau mal. Oh, da war ich schon drin. Vielleicht bin ich noch fast überhitzt. Jetzt einmal, da ist so ein Stirnaufwand. Das ist gleich neben dem Kinderbereich. Auf der Aufwand, da kann man noch und Boden ein bisschen ausruhen. Die Pulster sind aus dem manchmal voll komisch, aber einer von denen ist immer voll weich. Ich weiß mir gerade nicht welcher. Ist auch egal, die sind so auch richtig gemütlich. So, und jetzt kann ich endlich los. Schön warm. 31 Grad. Aber ist voll angenehm. Einfach so mal einhupfen. Jetzt musst du aber nachspringen, normaler. Jetzt bei der Trampolinhalle da, es ist eigentlich keine Halle, es ist einfach so ein zum Hupfen halt. Und ich werde dann da kleine Tricks machen.
zwei. Und schaut euch mal die Mega-Floschen aus. Und da ist noch dazu was drin. Da sind jetzt zwei Bereiche zum einfachen Ausdruck. Einmal die kleinen, also einmal von zwei und einmal von drei. Also voll cool. Teenie-Raum, wo ich eigentlich nur nicht ein, weil ich nicht 10 bin, aber da ist eben alles für Teenager in dem Hotel. Schaut mal, da gibt es Fernseher und irgendwo ist eine versteckte Spielekonsole. Ich finde sie noch nicht. Wir müssen jetzt leider schon wieder fahren, aber es war wirklich ein cooler Aufenthalt. Frühstück und Abendessen wirklich gut und am Schluss hat sich dann noch jeder ein Souvenir mitnehmen dürfen. Wenn euch mein Kanal gefällt, gebt einen Daumen hoch und abonniert den Kanal Maxi und Co. Tschüss!